Hallo ihr Lieben, draußen wachsen bereits die ersten Frühlingsblumen und deshalb richte ich heute unser Haus im Frühlingslook ein. So, ihr kennt das ja, zuerst muss alles ausgeräumt werden. Fertig, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Als erstes mache ich hier sauber, als Frühjahrsputz sozusagen. Auf dem Boden liegt zum Beispiel noch Dekoschnee, der von Freddys Zimmer runtergefallen ist. Okay, jetzt brauchen wir ein Farbenkonzept. Ich habe mich hauptsächlich für Rosa und Weiß entschieden. Aber auch Elemente aus Holz dürfen nicht fehlen. Anschließend habe ich Motivpapier und Deko in den entsprechenden Farben rausgesucht. Danach habe ich die Tapete an die Wand angebracht. Ich glaube, das ist die schönste Tapete, die wir je hatten. Hier könnt ihr übrigens sehen, dass diese Wand unten gar nicht schön ist, aber das wird später vom Sofa verdeckt. Und nun geht es los mit dem Einrichten. Ich beginne wie immer im Eingangsbereich. Weiter geht es im Wohnzimmer. Als Teppich habe ich einen weißen Stoff genommen. Nun kommt der Couchtisch ins Wohnzimmer, darauf stelle ich wieder Kunstblumen sowie einen Hasen aus Holz. Nun ist die Trennwand an der Reihe. Für den Fernseher habe ich eine kleine Bank gebastelt. Dazu habe ich mir diese drei Teile aus einem Holzstäbchen ausgeschnitten und zusammengeklebt. Auch eine Ablagefläche darf nicht fehlen. In den Beistelltisch kommen Bücher und darauf Blumen. Anschließend habe ich zwei Bilder an der Wand angebracht. Die habe ich aus dem Internet ausgedruckt. Auch im Eingangsbereich kommt ein Bild an die Wand. Dann habe ich noch die Vase auf dem Couchtisch ausgetauscht. Eine weiße gefällt mir viel besser. Somit ist das Wohnzimmer auch schon fertig. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Nun geht es weiter. Das Sideboard habe ich mit einer Bambusmatte verschönert. Dazu habe ich die Ablagefläche abgenommen. Da es daher noch eine unschöne Stelle gibt, habe ich diese mit einem Bild überdeckt. Auf das Sideboard stelle ich zwei Hasen aus Holz und die Kaffeemaschine. Der Teppich im Essbereich ist dasselbe wie im Wohnzimmer. Und jetzt kommt die Einrichtung dazu. Tischdeko darf natürlich auch nicht fehlen, sowie der Kratzbaum. Darüber habe ich einen Hasen aufgehängt. Auf den Kühlschrank habe ich ein Bild angebracht. Und nun kommen die Möbel wieder an ihren Platz, genauso wie die Näpfe von unseren Katzen. Als Deko habe ich Blumen auf ein Holzbrett gelegt. Die werden natürlich nicht gegessen. Zum Schluss habe ich noch ein Paket vor die Haustür gestellt und jetzt könnt ihr euch das gesamte Untergeschoss anschauen. Kommt mit nach oben. Dort seht ihr unter anderem den Bereich für das Baby. Aber vorher wolltest du den Zuschauern ja noch deine Deko zeigen, oder Clara? Ja, genau. Kommt mit. Auf meiner Fensterbank steht eine Pflanze. Hoffentlich fällt die nicht runter. Dann hängt hier an der Wand ein Osterhase. Der hat richtig weiches Fell. Außerdem hat Mama mir diesen großen rosa Dekohasen geschenkt. Damit er echter aussieht, habe ich ihm Augen aufgemalt. Das war Claras Zimmer und nun nehme ich euch mit in die oberste Etage. Hier vorne steht zunächst ein Schaukelstuhl, dann kann man es sich gemütlich machen. Auf unserer Fensterbank steht eine Blume. Und hier ist der Bereich von unserer kleinen Maus. Das Bett habe ich von Familie Lindenach gebastelt, das Video ist verlinkt. Ich fand es einfach eine wunderschöne Bastelidee. Außerdem habe ich drei süße Bilder an die Wand gehängt. Auf Johannes Schreibtisch steht erneut eine Blume. Oh, hallo Johannes, was machst du denn da? Ich schaue mir die Entwürfe von unserem neuen Bauprojekt an. Meine Pflanze ist in den Garten gefallen. Oh je,
Irgendwann musste das ja passieren. Ja, ich komme schon. Weiter geht's im Badezimmer. Hier habe ich die Möbel etwas umgestellt, damit der Wickeltisch ins Zimmer passt. Wie ich den gebastelt habe, seht ihr jetzt. Ich habe dazu 3 verschiedene Arten von Holzstäbchen verwendet. Ihr könnt aber auch dicke und etwas dünnere nehmen. Als erstes habe ich die runden Enden abgeschnitten. Anschließend habe ich 2x4 cm lange Teile zugeschnitten. Diese ergeben die Rückseite. Damit es stabiler wird, habe ich aus einem festen Papier ein Teil ausgeschnitten, das 4 cm mal 3,5 cm lang ist. Danach habe ich die 3 Teile zusammengeklebt. Als nächstes sind die 2 Seitenteile an der Reihe. Diese sind 4 cm lang. Als Ablage habe ich ein weiteres Teil ausgeschnitten, das 3,5 cm lang ist. Zum Schluss schneide ich die Regale innen zu. Diese sind 3,5 cm lang. Dann klebe ich alles zusammen. Der Wickeltisch ist fertig. Ich habe nur noch eine Wickelablage aus festem Papier draufgelegt. So können die Babys besser gewickelt werden. Nun kommt das Zubehör dazu. Ohne die Ablage könnt ihr den Wickeltisch übrigens auch als Kommode verwenden. Über dem Wickeltisch hängen 2 Bilder. Und zum Schluss gehen wir noch nach draußen. Beim Hauseingang stehen 2 Blumenkästen sowie ein Dekohase. Derselbe wie in Claras Zimmer. Hier im Garten steht ein Korb mit Blumen darin. Na, habt ihr die Pflanze gefunden? Ja, stell dir vor, sie ist in unseren kleinen Baum gefallen. Naja, zum Glück nicht in unsere große Linde. Da wäre ich nie dran gekommen. Also, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist unsere neue Terrasse. Die hat einen neuen Boden erhalten, der ist aus einer Geschenktüte in dieser schönen Optik. Als Deko habe ich Blumen und einen Hasen in eine Kiste von Playmobil gestellt. Unser Sofa hat neue Kissen erhalten. Und hier nochmal die gesamte Terrasse. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.